Was war das bitte für ein Abend? Plötzlich schaltet sich Loredana in den Livestream von Oliver Pocher und Amira. Knapp 150.000 Menschen schauen sich das Ganze live an. Aber was war eigentlich der Auslöser für das Ganze? Loredana hat auf der beliebten App TikTok mit Suna gegen die beiden gefeuert. Es sind mehrmals negative Worte in deren Richtung geflogen. Doch Oliver Pocher hat das Angebot angenommen. Er hat den Dialog zu der Rapperin gesucht. Am Abend war es dann soweit und gespannt haben alle darauf gewartet. Was dann folgt, sind knapp 20 Minuten, wo die beiden miteinander sprechen. Amira rastet kurz aus, da Loredana sie vorher als Müll bezeichnet hatte. Das hat sie allerdings auch über Oliver Pocher gesagt. Hier, schaut euch an, was passiert ist. War das Live-Video oder war das eine Story, die du reingemacht hast? Nee, ich war bei TikTok live. Bei TikTok, also, TikTok. Da gab's irgend so. Das ist, und weißt du was, sag ich dir ganz ehrlich, ich kotze dieses Abgefilme und dieses Zueinanderschicken, das kotzt mich so dermaßen an, weil es kommen so viele Missverständnisse vor und die Leute sollten einfach mal wieder anfangen, normal zu kommunizieren, direkt. Ich habe heute schon 5 Leute, die eine Story machen und mich verlinken und mich über die Story Sachen fragen, wo ich mich frage, ruf mich doch an, schreib mir, wenn du ein Problem mit mir hast. So, aber das alles hat, glaube ich, eigentlich gar nichts mit mir zu tun, sondern mit euch. Oder mit Senna und Olli an dieser Stelle? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe mich jetzt nicht an Senna gewendet, weil es ist ja nicht so, ich glaube, ihr habt diesen Krieg seit Tagen, nur irgendwann mal ist es nicht mehr so witzig, weil ich mir das Ganze reinziehe und mir denke, okay, Tamam, reicht doch irgendwann mal jetzt, weil die ja, also ich weiß nicht, was er damit, also ich rede jetzt eigentlich mit Olli, gar nicht mit dir, Amira, weil ich weiß gar nicht, was du damit zu tun hast, nur auf jeden Fall, ich verstehe es einfach nicht. Ich würde gerne verstehen, was die Sache dahinter ist. Also ich weiß, es ist, du machst ein bisschen Komödien und bla 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 und du willst witzig wirken. Ist ja auch alles witzig und schön, aber irgendwann mal ist es ja so, reicht doch. Und man merkt schon so ein bisschen, dass es auch daran liegt, dass die Leute einfach mega Bock haben. Denn im Endeffekt, ich habe jetzt das trotzdem erreicht, dass wir jetzt zusammen hier live gehen und die Leute einfach so abgefuckt alle zugucken und sich denken, okay, krass, da wird ein Krieg sein, was nicht der Fall sein wird, gerade weil man merkt, man ist sich wieder ein bisschen sympathisch, wenn man sich live sieht. Du bist doch live, du darfst das gar nicht, du musst neutral sein. Nee, ich bin auch mega neutral, ey. Ich bin übelst neutral, nur ich finde es halt nur halt ein bisschen zu viel, weil ich habe jetzt, bei Senna ist ja völlig okay, weil die ist, die chillt alleine zu Hause, die nimmt das auf und die nutzt das dann aus und denkt sich, okay, cool, wir haben jetzt hier einen kleinen Beef, ist ja nicht schlimm, aber ich habe dann noch 2 andere Influencer gesehen, glaube ich kenne die nicht mal richtig, Sarah und ihr Mann, glaube ich, oder ihr Typ. Dominik. Genau, ihr Typ, kein Plan, Dominik, die haben Kinder zusammen. Die verdienen ja eigentlich hauptsächlich, glaube ich, das Geld damit, ne? Also indem die einfach Influencing machen. Und ich finde es dann halt ein bisschen hart, wenn man dann so hart bei denen so zugeht und dann versucht, die so runterzuziehen. Weil ich weiß es ja, bei mir ist es ja nicht so schlimm, wenn du mich runtergemacht hättest, dann hätte ich einfach drüber gelacht, weil ich habe sowieso irgendwie Hater und auch Menschen, die mich mögen. Aber bei denen ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil die auch halt Kinder haben und Geld damit verdienen. Und ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen so, ich finde es ein bisschen lächerlich, um ehrlich zu sein. Ich weiß, vielleicht würde ich dich gerne verstehen, aber ich habe mir halt alles reingezogen und ich dachte mir so, okay, cool, das wird witzig, es kann witzig werden, weil wir sind alle in Quarantäne, wir sind zu Hause, wir haben nichts zu tun. Aber ich weiß nicht, denkst du nicht, dass es ein bisschen so langsam Zeit ist, ein bisschen netter zu werden zu den ganzen Influencer, die in Depressionen fallen können. So, erstens, jetzt fange ich erstmal an, verteile erstmal 1-2 Komplimente. So irgendwie, wie ich hier gerade dich gesehen habe aus diesem lustigen TikTok-Video, was will die eigentlich, wenn die zu ihrem Mann steht? Hättest du mal sehen müssen, ich glaube, das wird das gestreamt. So, da hast du, die ist hier gerade abgegangen. Ich bin abgegangen. Also, ich bin richtig sauer geworden. Entschuldige. Ja, aber ey, warte mal, warum stehst du denn nicht zu ihm? Ich würde zu ihm stehen, wäre mir ja egal. Es geht ja darum, aber ihr müsst ja eine dieselbe Meinung haben, denn ihr seid ja zusammen, genau, ihr versteht aber das. Aber Punkt. Wir sind nicht immer einer Meinung. Und nicht alles, was er macht, da stehe ich dahinter und mit dem Kochlöffel und zwinge ihn, die Sachen zu machen. Das ist das, was ich. Aber du stehst doch dahinter, indem du gerade neben ihm bist. Genau. Ich stehe doch zu meinem Mann. Er ist mein Mann.
Und genau. Mein Mann ist Comedian. Er ist seit 21 Jahren macht er diesen Job. Und er ist erfolgreich. Er ist seit 21 Jahren erfolgreich. Mal genau, mehr, mal weniger. Mal mehr, mal weniger, weil er so ist, wie er ist. Aber trotzdem, man will es nicht glauben. Teilweise bin ich nicht seiner Meinung. Und jeden Tag diese Videos, was glaubst du, wie oft ich da sitze und sage, boah, bitte, das muss doch nicht so hart sein. Lass es doch. Oder kann man das vielleicht rausschneiden? Oder warum muss das sein? Bitte nicht die, die mag ich, mit der bin ich befreundet. Der nimmt kein Blatt vor den Mund. Ich habe keine Kontrolle über diesen Mann. Aber ich muss auch nicht alles geil finden, was er macht. Und deswegen, und genau diese Sachen, da habe ich mich einfach auf die Seite zurückgestellt, weil ich gesagt habe, ich kriege ja gerade die komplette Schuld für das, was er macht, weil er mein Mann ist. Und das war so, darüber haben wir jetzt geredet. Ganz kurz, darf ich auch mal auf meinem Kanal was sagen? Ja, was du kannst jetzt, das ist so ganz spannend. Ah, es war ruhig. Nee, du bist raus. Du, ihr macht auch. Aber was. Hast du denn das lange Video von Olli gesehen? Zu dem Thema Harrison? Nee, ist doch auch jetzt die Harrisons sind doch. Nee, ich habe das gar nicht. Die letzten zwei habe ich nicht gesehen. Ich hab eigentlich nur gesehen, dass da im Internet was abgeht. Also ja, angeblich Depressionen wie einer. Hintergrundsachen sind da einfach die interessanten. Und Olli hat das schon ganz gut auf den Punkt gebracht in 11 Minuten in dem Video. In dem langen Video. Kurz. Aber weißt du, das ist immer dieses. Die Leute sehen ja nur das, was wir denen liefern. Aber es gibt halt, es passiert halt hintenrum einfach so viel, wo selbst ich dann gesagt habe, okay, das geht zu weit, ich stelle das jetzt auf jeden Fall richtig. Und das ist einfach viel zu lang. Und aber deswegen hat Olli darüber ein Video gemacht und falls es dich interessiert. Du sagst, ne, falls ich irgendwann dann auch. Du redest jetzt, sorry, ich halte schon meinen Mund, siehst du? Ist egal, du machst nimm das einfach als deinen eigenen Kanal und dann. Habe ich gerade eben verwaltet. Die ganze Zeit. Ja. Wir können jetzt da irgendwie inhaltlich mal kurz versuchen, das irgendwie zu klären. Erstmal, wie schon gesagt, grundsätzlich finde ich es ganz gut, dass man ja, ich habe ein anderes Gefühl gehabt, wie man mit dir redet, dass das ja alles relativ normal ist. Deswegen, also wenn du jetzt auch Reaction und Screenshots. Nee, ist doch alles entspannt. Wie Amira gerade abgegangen ist auf das Video, also herrlich. Also entschuldige dich jetzt mal bitte bei ihr. Ja, nein, Quatsch, die braucht sie nicht. Alles gut. Also, falls da jetzt Screenshot-Videos kommen, irgendwie, dann haben wir das Ding durch. Du gerade echt gesagt, ich soll mich entschuldigen. Nee, ich finde es halt, wie gesagt, ich finde es halt nur ein bisschen gemein, weil es gibt, also ich sage dir ehrlich, bei mir ist so egal, wenn irgendjemand mich da beleidigt oder ich Hassnachrichten bekomme, ich lache einfach darüber, weil ich damit umgehen kann. Aber es gibt Menschen, die können nicht damit umgehen. Und gesagt, es gibt Menschen, die verdienen deren Brot, genauso wie du. Du bist ja, du machst deine Witze und ich finde das alles schön und gut und wir sind gerade zusammen live und. Im Endeffekt ist es eine Win-Win-Geschichte. Man kann offen und ehrlich darüber reden. Aber wie gesagt, ich würde halt ein bisschen netter sein. Wie groß ist denn dein Haus? Du bist ja die ganze Zeit. Ja, es ist ein Labyrinth. Ich merke das schon. Also läuft bei dir. Ich kann da überall rumlaufen. Ja, stark. Da muss ich ja irgendwie bewegen. So, pass auf. Ja, oh. Sehr gut. Läuft. So, Olli, wenn du bei mir reinläufst hier, so, guck mal, damit du den ersten Abfuck direkt hast. Du läufst rein. Okay. Und siehst einfach diesen Motherfucker und denkst dir, oh scheiße, ich hasse dich, ich lauf gleich wieder runter. Für mich viel interessanter genau das Kindergitter. Wir müssen natürlich auch eins gleich besorgen. Ja, süß, ne? Hast du ein Kind oder einen Hund? Nee, ich habe ein Kind. Ah! Ich habe ein Kind. Die ist eineinhalb Mädchen. Bei mir sieht das so mit Spielern aus. Ich habe jetzt gesehen, ist das süß. So. Okay, das wird jetzt, ich ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, pass auf, ich versuche mal zwei Sachen in 30 Sekunden zu klären. Das Thema Senna, mit der ist ja ganz gut befreundet. Da war es ja nur so, Senna macht ja vorher noch ein lustiges Video auf TikTok, wo sie Leute zusammen scheiß zu Hause bleiben und am nächsten Tag geht sich die Fingernägel knipsen. So, das habe ich einfach nur gezeigt, fertig aus, das war's. Daraufhin kommt natürlich so ein bisschen ihre Attitude so auf dem Sofa, was willst du? Ich dachte, wir wären coole, das ist eine Hurensohn-Aktion. So, und darauf, das war's. Das Thema war für mich erledigt. Nee, aber es ist halt, geht halt nur darum, dass dann viele Leute dann denken, okay, die war ihre Nägel machen und die macht nichts gegen Corona und bla bla bla. Das ist halt dieser Hate, ne? Den man einfach so bekommt, weil wir haben ja die Macht dafür, dass wir unsere Fans dazu führen, uns gegenseitig zu hassen. Was ich zum Beispiel niemals in meinem Leben gemacht habe. Ich habe nie wirklich grob gegen irgendjemand geschossen. Das war jetzt das erste Mal, weil mich das einfach aufgeregt hat, dass die ganzen Leute sich darüber aufregen, was hier mit den Influencern abgeht. Ist ja auch schön und gut, das ist ja nicht mal mein Problem. Und ich meine, ich habe ja nichts von denen und die nichts von mir. Nur und es geht mir auch gar nicht um Senna, weil die hat mich auch, um ehrlich zu sein, habe ich mit ihr nicht mehr darüber gesprochen. Erst als ich dann dieses Video gemacht habe und sie mir dann geschrieben haben, hä, was ist denn jetzt los bei dir?
Und sie ist ja sowieso eine Person, die ist voll auf Paranoia und voll auf Corona und Maske und bla bla bla. Sie ist auch diejenige, die mir gesagt hat, okay, Loredana, du musst aufpassen, bitte desinfizier deine Hände. Ist halt, und dann denken halt die Leute, okay, die interessiert sich nicht. Weißt du, was ich meine? So, du kannst es vielleicht von deiner Seite aus nicht verstehen, weil du gerade die coolsten Nachrichten bekommst und so, Olli, wie herrlich voll und du bist voll der King und bla bla bla. Aber die anderen können dann ein bisschen was verlieren, weißt du? Und deswegen sage ich halt, es ist okay, aber man soll so ein bisschen Punkt setzen, wo man sagt, okay, jetzt kann man wieder ein bisschen cool miteinander sein. Ja, du? aber nochmal, ich habe nie und jedes Video noch nie aufgerufen, irgendjemand in irgendeiner Art und Weise zu beschimpfen, habe ich noch nie gemacht. Ich kann nee, aber das muss man nicht mal machen. Es reicht, das muss man ja nicht mal machen. Man muss ja nicht sagen, ey, ihr müsst jetzt gegen die alle sein. Es reicht schon, wenn du gegen jemanden bist. Weißt du, was ich meine? Aber nochmal, ich bin ja nicht gegen jemanden. Es ist, ich erkläre es jedes Mal, das war wie TV Total früher. Ich sehe Sachen im Internet und das ist auch egal, ob der Influencer ist. Sender sehe ich auch nicht als klassische Influencerin oder da trifft da irgendwie eine, die hat 30.000 Follower und ist am Strand von Miami und sagt, ey, ist Quarantäne, aber gehe ich zum nächsten Strand, dann irgendwie Sender, dann ist es Patricia Blanco, das ist es einfach. Da zeige ich und die Leute sehen das und das war's. Dann gibt es immer ein paar Trottel, die sich leider dann meinen, aufgerufen zu fühlen. Gerade jetzt mit Langeweile zu Hause, den ganzen Tag am Handy, jetzt schreibe ich denen mal und sage, wie kacke die sind. Und das habe ich nie gewollt, nie gesagt. Gemacht. Nur ich kann im Umkehrschluss jetzt auch nicht einfach sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr. Dann sage ich gar nichts mehr, dann ist vielleicht, hört der Hass morgen auf. Auch nicht passiert. Nee, jetzt wird es sicher nicht schlimm. Nee, es läuft ja. Bei dir fliegt ja momentan auf Insta. Bei dir läuft, du bist gerade unter uns auch übelst Gesprächsthema und bist der neue Rüpel-Rapper, glaube ich. Du könntest gerade locker, glaube ich, ein Album machen. Und ein bisschen dissen. Ja, aber Vanille ist nie meine Aufgabe oder irgendwas anderes. Wenn ihr Farid Bang schon beispringt, dann weißt du hast es geschafft. Aber er will ich auch bald wieder mobben. Ich sag schon mobben. Mobben schreiben dann auch viele. Aufs Korn. Nochmal, ich habe auch diese ganze, oh, du bist jetzt auf Fame aus oder so. Mir das total Wurst. Ich habe das. Weil Olli davor ist dann unbekannt. Das, ja. Ja, klar, aber es ist auch so, dass es, du weißt ja, dass es gerade läuft und dass aber es gut ankommt, sonst würdest du ja nicht weitermachen. Aber weißt du, was ich mich frage? Weil er kriegt da schon wirklich, man sieht das ja an den Zahlen, da muss es ja offensichtlich wirklich ein Nerv sein, den Olli damit trifft. Ne? Es ist ja wirklich, er kriegt sehr, sehr viel Zuspruch. Und ich würde sogar fast sagen, mehr Zuspruch als Gegenspruch. Nicht nur fast, es ist so. Es ist so. Und da frage ich mich, das ist mir heute so geschossen, da ist mir krass. Also eigentlich gibt es schon sehr, sehr viele Leute, die das gleich sehen. Also irgendwas muss ja da dran sein, ne? Ich sitze ja dann auch da und denke mir, okay, was ist das jetzt und wohin soll das gehen? Wo ist jetzt der Punkt? Verlieren wir nicht irgendwann mal schon den Punkt, der eigentlich Punkt war? Aber er trifft halt einfach immer wieder irgendeinen Zahn. Eher ein Nerv oder ein Zahn? Auch ein Zahn. Ein Traurig. Das ist sehr bekannt, glaube ich. Ja. Ja. Naja. Ich würde sagen, jedenfalls fand ich es jetzt gut, dass wir uns mal da hier kurz ausgetauscht haben. Alles wunderbar. Dir und deinem Kind und wem auch immer da ist, nur das Beste. Bleibt gesund. Wo seid ihr in der Schweiz? Ja, guck mal, ich bin auch schon. Was war das? Corona. Darüber kannst du Witze machen? Wir haben Corona. Ich glaube, ich habe es auch, nur ich konnte mich nicht testen lassen. Mein Arzt hatte keine Zeit für mich. Wie fandet ihr den Livestream? Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare und abonniert Check the Celeb, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zusehen.